Also Veränderungszauber, Freunde, ist wirklich nicht schlecht. Ah, was haben wir hier? Das ist ein kleiner Altar, ne? Und man kann ihn auch relativ gut aufpushen, da wir diesen Telekinese-Zauber haben, ne? Gucken, was das hier für eine Höhle ist. Hier ist auf jeden Fall eine Falle. Aber warum? Ah, hierfür, ne? Hat sich ja mal gar nicht gelohnt, dafür sein Leben zu riskieren. Oh, warte mal. Was haben wir denn da? Auch nicht. Ah, hier ist ein Skelett. Den hat es auch aus den Socken gehauen. Oh, hier wäre... Ne, doch nicht. Starke Heilung, sehr gut. Beutel. Vampirdiener. Ah, hier ist ein Geheimweg, guck mal. Tada! Mal ganz kurz gucken. Ja, da müssen wir auch lang. Bis jetzt sind wir jeden Weg gegangen. Direkt mal abspeichern. Oh, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Was war das? Todeshund. Gar kein Problem. Schauen wir uns mal hier um. Kleiner Seelenstein. Sarg. Hundefleisch und Todeshundhalsband. Tja, was sollen wir damit schon machen? Komm, ich nehme mal eins mit. Oh, das scheint auch ein geheimer Weg zu sein hier. So, wo ist die? Da ist sie doch. Da muss ich mal noch kurz nachschauen. Das sieht hier aus wie ein Geheimweg. Ne, das ist doch auch ein Geheimweg. Safe ist das ein Geheimweg. Aber wie kommen wir da hin? Ne. Leider nicht. Sieht nur danach aus. Rotwasserquelle. Das scheint eine richtig tiefe Dungeon hier zu sein. Schnell speichern. Tagebuch. Der ist wohl süchtig geworden, ne? Darum
trinkt er da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweihte Quelle ist. Ihr Wasser sieht wie Blut aus. Aha. Ist aber keins. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr stärker. Aber ihr seid doch ziemlich durcheinander. Deshalb verwenden wir sie im Skoma. Interessantes Gespräch. Ich belausche mal gerne die Gespräche, Freunde. So, hier ist wohl anscheinend ein kleiner Geheimweg noch. Ich weiß zwar nicht so richtig, wofür die Dungeon gut sein soll. Ich weiß gar nicht, sind wir hier richtig? Ja. Sehr gut. Souverän ausgeschaltet, würde ich sagen. Also ganz ehrlich hier, ne? Unser Feuerblitz, ne? Da ist das beste Pferd im Stall bis jetzt, ne? Das beste Pferd im Stall. Ne, haben wir ja schon. Nord. Den haben sie auch fertig gemacht, den armen Kerl, ne? Oh, fuck! Wir haben gerade so noch überlebt. Na komm, gehen wir mal hier runter. Was? Ein Glück haben wir abgespeichert, Freunde. Krass, direkt tot. Direkt tot. Oh, die sind aber noch am Leben. Das ist schade. One hit. Ah! Noch nicht mal einen Trank für verschwendet. Ja, diesmal gehen wir aber nicht nochmal da auf die Falle hinein, ne? Das machen wir nicht nochmal. Ziemlich dunkel hier, ne? Oh. Warten wir. Ah, hier geht's runter anscheinend. Was ist hier? Nichts, okay. Feuerresistenz. Was haben wir hier? Der Niedergang. Leider keine Quest. Schade. Hier ist sogar eine Feuerstelle, wo man Essen zuzubereiten kann. Boah, Hockerfleisch. Da müssen wir ein bisschen kochen. Danke. Gut, wir werden jetzt mal hier runtergehen. Mal schauen, was uns hier erwartet.
in dieser Crackhöhle hier. Ist echt eine krasse Crackhöhle, ne? Oh, was haben wir hier? Geil! Kräftige Heilung. Oh, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Fuck. Oh. Holy shit. Also, wir kommen auf gar keinen Fall an die Leiche da hinten ran. Kann man das hier nicht abstellen? Nee. Ja, die Frage ist jetzt, wo müssen wir lang? Da war es auch, ging es auf jeden Fall jetzt nicht weiter. Ah, wir werden schon einen Weg finden. Ah, hier lang geht's. Hier hoch. So, gucken wir mal. Wie kommen wir denn bitte schon zu dieser Truhe hin? Aha. Leider nichts passiert. Ey, das würde mich jetzt echt mal interessieren, Freunde. Wie kommen wir zu dieser Truhe hin? Doch nicht etwa hier so lang, oder? Außenrum? Was ist das hier? Ich speichere mal ab. Eigentlich nicht, ne? Achso. Doppelter Feuerblitz. Beste. Lang geht's nicht. Kann ich hier etwa lang springen, ja? Sollen wir es mal ausprobieren? Wenn ich renne, kann ich aber nicht springen, oder? Probieren wir mal kurz aus. Nee. Also ganz normal gehen. Und dann springen. Ja? Fuck. Hilfe, ich hänge fest. Ah. Okay, let's go. Nee. So, nochmal probieren. Oh, warte mal. Ist eine Urne. Wahrscheinlich mit einem Zauber oder so, ne? Kann das sein? Oder sollen wir mal Telekinese probieren? Ah, nee, das ist nur, wenn wir das anvisieren können. Können wir das wahrscheinlich benutzen. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Es würde mich aber mal interessieren. Das war knapp, ne? Müssen das nochmal probieren. Was ist denn hier? Ja, hier liegt einfach so ein Beutel Geld rum. Auch nicht schlecht. Freunde, habt ein bisschen Geduld. Ich muss das mal ganz kurz ausprobieren. Nein! Fuck!
Mist, Mist, Mist. Okay. 3, 2, 1, Rock. Ach, egal. Wir kommen da nicht lang. Gut. Gehen wir halt hier lang. Ist noch ein Beutel Geld. Wo geht's denn hier lang? Waren wir hier schon? Nö. Ah doch, klar, natürlich waren wir hier. Ah ja. Gut zu wissen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Oh, was passiert? Du verspürst einen seltsamen Durst. Nein, Freunde, wir sind infiziert. Wir sind infiziert. Oh nein. Warte mal, ich habe ein Gegengift. Weiß nicht, ob es hilft. Oder ob es Einbildung ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist der Vampirmeister. Das war geil, oder? Hundefleisch. Ja komm, ich nehme das mal mit. Vielleicht kann man ja da wirklich Essen draus machen. Ah, hier geht's weiter. Also ich muss sagen, das ist ganz schön riesig hier, ne? Geil. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, hat das Gegengift gewirkt? Und sind wir jetzt nicht mehr infiziert? Boah. Alter, das war ja... Das war richtig hinterlistig. Das war sowas von hinterlistig. Und hat sich nicht ansatzweise gelohnt. Ja, da war ja gar nichts hier. Frechheit, also wirklich. Machst du dir hier die Mühe? Und kriegst du gar nichts dafür. Aber hier gibt es viele Alchemielabore, ne? Menschenfleisch. Menschenherz. Rostsalze nehmen wir mal mit.
haben wir noch hier? Lösung der Regeneration nehmen wir auch mit. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, Freunde. Hat das jetzt dann mal nicht mehr vergiftet, ja? Also, werden wir jetzt kein Vampir. Oh, was denn das? Eiskalt eine Leiche. Knochennägel nehmen wir mit. Eisentür. Oh, hier sind wieder Fallen. Speichern. Boah, jede Menge Fallen. Oh ja, das kommt direkt auf uns runter. Oh, fuck. Ey, direkt volle Breitseite. Aber so mag ich das, Freunde. Ganz ehrlich. Also, ne? Finde ich besser, auf Experte zu zocken. Denn, sind wir ehrlich, im echten Leben wären wir jetzt auch tot. Ne? Also von daher finde ich das schon geil. Wenn ihr Schleichen habt, auf keine Ahnung was, geskillt habt, könnt ihr Druckplatten haben, dann können keinen Schaden mehr nehmen. Boah, was eine Riesendungeon. Oh, wir haben keine Magie mehr. Oh, wir haben gar keine Magie mehr, sehe ich gerade. Aber wir verstecken uns mal ganz kurz hier. Wir sind ja gut versteckt. Regeneration ist Wahnsinn, ne? Regeneration einwandfrei. Vampirdiener. Lavendel. Was haben wir denn noch hier? Oh, was ist das denn hier? Was liegt denn da auf dem Tisch? Aschehaufen. So, wo war der Meister hier? Skelett. Geile Vampir-Dungeon, wirklich. Geil, geil, geil. Gefällt mir bis jetzt wirklich sehr, sehr gut hier. Aber hier war doch irgendwo der Magiemeister, oder? Hier war der Diener. Ach, das war der da wahrscheinlich, ne? Der hier auf dem Tisch liegt, wa? Glaube ich zumindest. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Von da sind wir gekommen. Gehen wir jetzt hier mal hin. Was haben wir hier? Oha! Elfenrüstung der überragende Beschwörer. Müssen wir haben. Zeige mal. Bekleidung. Elfenrüstung der überragende Beschwörung kostet 20% weniger Magicka. Oh, geile Elfenrüstung. Gefällt mir. Venarus Vulpinus Forschung. Lassen wir auch mal hier. Ich glaube, das ist eine Quest hier, Freunde. Ich glaube, dass das eine Quest gewesen war. Nehmen wir alles mit. Deswegen bin ich ein bisschen konfus. Hier war doch gerade eben... Ne. Keine Ahnung, warum. Ich könnte schwören, ihr wäre ein Typ gewesen. Der hatte doch einen speziellen Namen gehabt. Der ist weg. Komisch, ne? Sehr komisch. Ja, wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt hätten wir hier alles. Ah, hier. Da geht's weiter.
Oh, Meister. Da müssen wir mal kurz abspeichern. Ah, jetzt haben wir die ungefähre Richtung schon mal. Ah, Mist. War knapp. Das war knapp. Ah. Oh, da hat nicht mehr viel gefehlt. Bisschen weiter. War zu viel. Oh. Immer noch nicht. Jawohl, geschafft. Oh, hier strömt Blut. Aktiviere Blutquelle. Nein, ich bin infiziert. Laden. Och Mist. Hätte ich besser vorher abgespeichert. Egal. Ist egal, wir müssen das nochmal machen, Freunde. Das Schlösser knacken. Wir wissen ja die Richtung. Vielleicht verbrauchen wir jetzt auch nicht so viele Dietriche. Hä? Ist das hier eine neue Richtung oder was? Anscheinend, ne? Ja. Die Richtung ist wieder neu. Schade. Nee, scheint aber nicht so. Hätte schon besser abgespeichert. Ah, okay. Jetzt haben wir die Richtung wieder. Ah, noch ein bisschen mehr. Ah, Mist, ey. Come on. Jetzt verbrauchen wir wieder massig Dietriche, ne? Oh, wie ich das hasse. Och Mann, ey. Na komm schon. Hier. Ah. Oh, da hat nicht mehr viel gefehlt, Freunde. Da hätte nicht mehr viel gefehlt.
Oh komm, wir gehen gleich die Dietriche aus hier. Gibt es nicht. Das darfst du kein Schwein erzählen, ey. Na endlich. Speichern. Kein Bock, das nochmal zu machen. So, was ist denn jetzt hier eigentlich? Das ist eigentlich nur die Quelle hier, ne? Mehr ist doch hier nicht, oder? Da gehen wir auf gar keinen Fall jetzt nochmal hin, ey. Ich habe keinen Bock, mich infizieren zu lassen. Aber das Gute ist, wir wissen jetzt wo. Wo wir hingehen können, wenn wir einen Vampir, den Vampirweg beschreiten wollen. Rotwassergrotte. Das ist wirklich riesig hier, ne? Boah, Elfenfeinde, Jackpot. Was hat er? Geheimgang. Ach, das ist der Gang, wovon ich gerade eben erzählt habe, oder? Ganz zu Anfang. Ich habe von einem Gehen gehört. Was ist passiert? Dietrich. Speichern wir mal lieber ab. Oh. Ach was. Was ist passiert? Schade. Ah, das ging so auf, okay. Ah, wir hatten also einen Schlüssel, ja? Braucht etwas? Hm? Na, jetzt können wir nicht mehr mit dir sprechen. Ja, was eine Crackhöhle. Wir haben es geschafft, Freunde. Aber wir haben nicht die Aufgabe erfüllt. Hier safe müssen wir hier nochmal hin. Oder? Wenn wir den Aufgabe annehmen, kann sein, dass wir die direkt abgeschlossen haben. Das kann natürlich auch sein, ne? Weil wir haben den Typen ja getötet hier. Gut. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall in Richtung da, wo wir eigentlich hingehen wollten. Schauen wir mal. Ja, das war auf jeden Fall eine Crackhöhle. Wahnsinn. Da war ja alles. Fixer, was weiß ich nicht alles. War schade, dass wir dafür keinen Auftrag hatten. Warum? Freunde, wie sieht das aus mit Geld hier eigentlich? Ah, doch. Wir können zurück. Ich habe einen Plan. Und zwar, wir gehen jetzt rüber, aktivieren die Dungeon, gehen dann zurück zur Winterfeste, holen uns den krassen Zauber. Weil da war noch ein Zauber, den ich gerne holen wollte. Oh, wer bist denn du? Artis. Ich schwöre. Jeder Wanderer, der in Weißlauf ankommt, sieht schwächer als der letzte aus. Wer hat hier das Sagen? Schon bald werde ich es sein. Bis dahin kümmert sich der Zirkel um die täglichen Aufgaben und Kodlak berät ihn als Herold. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Reichtum und Ehre, Freund. Reichtum und Ehre. Ja, dann viel Spaß. Passt auf euch auf. Was geht bei dir? Möchtet ihr mich jetzt zusehen oder nicht? Wer hat hier das Sagen? Das Sagen über was? Ich habe das Sagen über mich und ihr habt das Sagen über euch. Macht Sinn. Wenn ihr uns beitreten wollt, solltet ihr mit Kodlak reden. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich.
Wer sind die Gefährten? Wir sind die verdammt besten Kämpfer in ganz Himmelsrang. Zumindest einige von uns. Wenn du das sagst. Okay. Also, wer gewinnt jetzt? Niemand. Ich schau hier einfach ab. Ich habe was anderes vor. Das ist, ey, Freunde, ihr kennt das, ne? Wenn ihr das Spiel spielt, ihr habt ein Ziel vor Augen und auf dem Weg dorthin trefft ihr so viele Charaktere, die wieder Questen für euch haben und somit kommt ihr echt zu nichts in dem Spiel, ne? Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier hin. Hier werden wir auch nicht reingehen, weil die haben wieder Questen hier für uns. Oh, warum läuft sie weg? Hey, wohin? Ist es langweilig. Achso. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Echt so ein klasse Spiel, Freunde. Ich bin sehr gespannt auf die DLCs, auf die Erweiterung. Bis jetzt sind wir noch nicht da. Was geht denn da ab hier mitten in der Nacht, hä? Illegale Aktivitäten hier oder was? Ah, wieder Gefangenentransport. Egal. Gefangenen befreien, Befreiung rein und Gegenstände aufteilen. Nee, machen wir natürlich nicht. Nichts tun. Ey, das war nur Spaß, ey. Ach nee, oder? Ach Mist, ey. Was sollen wir jetzt machen? Na komm, wir laden. Wo haben wir geladen? Ja. Ey, sowas hasse ich, ne? Ich hätte den gar nicht erst anquatschen dürfen. Naja, weit ist es nicht, Freunde. Gott sei Dank. Weit ist es nicht. Da sprichst du den einmal an, ey, dann passiert direkt sowas. Hast du direkt Stress hier. So, komm, wir laufen mal, damit es ein bisschen schneller geht. Also, der Plan ist folgendermaßen, Freunde. Wir gehen jetzt hier zur Dungeon, aktivieren die Dungeon, reisen zu den abgehobenen Zaubern hin, die völlig abgehoben sind. Und dann kaufen wir uns den geilen Zauber. Und dann gehen wir wieder zurück zur Dungeon. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Oha, was geht hier ab? Ey, das ist ein Drache. Scheiße. Mir bleibt auch nichts erspart hier, ne? Nur Stress hier, wirklich. Oh. Den hat's erwischt. Eine Hexe. Wer ist er? Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Immer wieder diese Diebe hier. Man wird sie einfach nicht los. Oh, haha. Aber der hält schon ein bisschen was aus hier, der Kollege, ne? Krass, habt ihr gesehen, wie der den abgestochen hat? Auch nicht schlecht, ne? Tschüss. Hohoho. Das sah schon geil aus, ne? Der hat den in den Hals reingestochen, ne? Den Wolf. Heftiger Typ, ey. Orkischer Dolch. Den nehmen wir direkt mal mit. Amethyst, das. Folterkapuze, okay. Leichte Rüstung. So, wie sieht's aus hier? Wir sind fast da. Wir sind fast da. Achso, stimmt ja. Wir können ja mal kurz heilen ein bisschen. So. Ich glaube, den Rest müssten wir schwimmen. Aber es macht nichts. Das macht überhaupt nichts.
So, wir haben die Halle entdeckt. Hier sind die Hallen. Und wir reisen jetzt mal ganz fix zur Akademie von Winterfeste. Und dort holen wir uns den Zauberfreunde. Und verkaufen gleichzeitig noch ein bisschen. Oder warte mal, vielleicht haben wir... Nee, warte mal, den Zauber haben wir auf keinen Fall, oder? Blitzmantel? Nee. Wir haben nur normalen Blitz. Warte mal, wir können den mal ausprobieren. Das würde mich auch mal interessieren. Magie, Zerstörung. Ah, das ist nicht schlecht, ne? Aber wir machen mal lieber Kettenblitz. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Ach scheiße, wir sind immer noch infiziert, Freunde. Fuck. Okay, warte. Das hat Vorrang. Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier... wir müssen unbedingt zur nächsten Stadt. Ah, Mist, wir müssen wieder rausgehen. Ah, ich glaube, hier war auch irgendwo... kann das sein, dass es hier auch irgendwo ein Tempel war, wo wir uns heilen könnten? Ich weiß es aber nicht. Das Auge von Magnus. Hier. Ich will es auch nicht ausprobieren. Gehen wir mal kurz hier nach Winterfeste. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht rostiges Feuer Reden zu verschwenden. Achso, hier ist nur eine Dings. Warte, aber manchmal haben die hier auch so ein... Mein liebster Sauf. Schade. Manchmal haben die auch so eine Art Tal oder wie nennen die sich hier? Ja, ihr wisst, was ich meine. Zum Heilen hier, ne? Gut. Da müssen wir mal ganz kurz hier hin. Windhelm. Boah, da weiß ich auch nicht ganz... Obwohl doch, ja, weiß ich wohl. Da war ja dieser Tempel. So, und zwar gucken wir mal ganz kurz. Da, Tempel. Müssen wir links hochgehen. Könnt ihr eine Münze entbehren? Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Das ist schön für ihn. Boah, bitte, ich hoffe, wir können uns noch irgendwie heilen. Ich hoffe, das ist nicht zu spät jetzt. Da. Wie nennen die sich die Dinger? Schreien. Alle Krankheiten, sehr schön. Danke. Ja, Gott sei Dank. Haben wir gerade so nochmal die Kurve bekommen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz hier weiter. Ein Gemischwarenhändler, ne? Kann das sein? Ne, das war ein Kerzenschein, ne? Ich hoffe, der Wind legt sich für heute Abend noch ein wenig. Es ist dran. Nee. Ab zur Akademie.